Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Inside. Ron gibt mir, hat mir jetzt geschrieben, ich hänge hier, ich kann machen, was ich will, aber ich traue mich trotzdem nicht darunter zu springen. Das heißt, wir nehmen jetzt doch erst den Knopf und gucken dann mal. Mal schauen. Echt jetzt? Es geht nur diese Klappe auf und wollt ihr mich verarschen? Was ist für Leute, die oben nicht rüberspringen können, oder wofür soll das gut sein? Moment, dann komme ich hierhin auch nicht mehr zurück. Wenn ich das zumache, dann springen wir doch erst runter. Und weh, das ist ein Fehler. Ach, da ist eine Leiter, alles klar, danke. Die konnte man nicht sehen. Aha. Kann ich den mitnehmen? Nee. Aber der ist das abgebrochen. Ach, warte mal. Der katapultiert sich hier oben raus und dann kann ich ihn mitnehmen. Pass mal auf. Aber nicht, wenn ich oben drauf stehe. Wahrscheinlich. Alles klar. Ganz einfache Logik. Netter Versuch. Klappt aber so nicht, ne? Ja, habe ich verhauen. Okay, alles klar. Dann machen wir es nochmal. Das kann jetzt ja nur noch 17 Versuche dauern. Ja, das hat mal gefunzt hier. So, jetzt kommst du mit. Ich habe mich jetzt noch nicht so richtig mit der Problematik beschäftigt, wie ich das Ding die Leiter hochkriege. Ist irgendwie scheiße, ne? Aber hier, die Schräge wird er seinen Grund haben. Vielleicht muss ich es oben annehmen. Ja, oder so. Ja, aha. Alles klar. Eine coole Mechanik. Das macht Spaß. Nimm mich auf. Ja, es fällt jetzt echt ärgerlich. Und tschüss. Super. 1A. Das macht Laune. Das ist schön. Voll cooles Rätsel. Und auch noch in so einem gemäßigten Schwierigkeitsgrad. So, da sind wir dann wieder bei meinen Fischfreunden. Hallo. Komm, wir gehen zur Nordsee. Naja. Nur diese Randgruppenfischwitze. Okay. Ja, dann habe ich doch einen Plan. Dann machen wir jetzt mal dieses Ding auf ein Ding. Und dann. Oh, der ist ja viel größer. Wobei, was war hier rechts? Da außen war nichts mehr, ne? Ich gucke nochmal nach. Nicht, dass ich da was übersehen habe. Naja, da ist ein Kabel. Da ist ein Kabel. Ich möchte, auch wenn es vielleicht vergeblich ist, das möchte ich ausprobiert haben. Wir ziehen das Ding mal eben erstmal rüber. Wahrscheinlich bringt es nichts. Aber wenn da ein Orb ist, dann, ne? Aber wahrscheinlich kommen wir zu dem Orb irgendwie anderweitig hin, wenn da einer ist. Aber nur dieses gelbe Kabel da macht mich da echt stutzig. Und wollen wir mal gucken.
Und der Knopf da. Ach, wat. Ja. Ach so. Folge dem Kabel. Yay. Da ist einer. Ach, Errungenschaft freigeschaltet. Raum der Reflexion. Dann ist das nur eine Reflexion. Weil wie, Robert, was hast du? Ich kann jetzt nicht nochmal hingucken in den Chat, weil da bestimmt schon Sachen drin stehen, die ich vielleicht gar nicht lesen möchte. Wie ist das genannt? Egal, das hier ist der Raum der Reflexion. Und das ist ja auch gut so. Krass! Ich meine, gut, was habe ich erwartet? Da ist Wasser, natürlich. Geld, das sieht so aus, als würde es noch zappeln. Oh Gott, das ist aber. Das ist mein Foto hier. Das sieht ja schlimm aus. Und da kommen auch überall diese Maden auch raus, ne? Oder so Fadenwürmer. Wie bei dem Schwein. Wie Parasiten. Was ist das da zum Geier, dass es da so zuckt? Das hat gar keinen Kopf mehr hier. Das sieht ja schwierig aus. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir müssen wohl weiter nach oben. Schwimmer ins Licht. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier diesen unendlichen Atem bekommen habe. Plopp. Oh, okay. Oh, das fällt aber schnell. Das hat er jetzt unten bestimmt klonk gemacht. Mal gucken, ob da noch ein zweites ist. Naja, das ist noch ein zweites. Was auch immer das ist. Wow. Okay. Krass. Ah, das dieses Zocken da macht, gefällt mir nicht. Ob wir runtergehen und die Dinger nochmal einsammeln, da die roten? Ich würde ja gerne mal gucken. Na, ich sterbe jetzt ernsthaft, wenn ich da runtergehe. Oh komm, das kann doch nicht angehen. So tief war das jetzt auch nicht. Ja gut, dann soll ich da nicht runter. Denke ich mir. Dann haben die keine Bedeutung. Dann machen die halt nur die Luke auf. Aber es leuchtet, es sieht nach Kapsel aus. Hier muss es anfassen. Ist nun mal so. Hauptsache erstmal alles anfassen. So, ihr habt nicht auf den Chat geguckt. Tö, 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 tö. Dann gehen wir da mal rein. Na, erstmal hier hochgucken. Okay. Moment. Der Raum der Flexe da unten ist Luft, dann kommt dazwischen Wasser und hier oben ist dann wieder Luft. Das verwirrt mich gerade alles ein bisschen. Das überfordert mich total.
Muss nachher mal erstmal in meiner Wanne gucken, ob das da auch so ist. Irgendwann brauche ich auf jeden Fall einen Klempner. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Alles klar, hier komme ich nicht mehr zurück gerade. Der Weg ist versperrt. Ah ja, da schau her. Moment, die sind aber alle anders gekleidet als diese Arbeiter. Die sehen anders gekleidet aus. Das sieht mir so wie Angestellte aus. Ich höre auch irgendwas. Das ist aber weg, das Geräusch. Ah, Moment. Ich kann doch hier nicht grundlos raufklettern. Nee, grundlos nicht, aber ich kann sie mitnehmen. Wir haben ja gerade wieder was dazu gelernt. Ja, aber nicht da. Dann schieben wir das doch mal. Irgendwo werden wir es brauchen. Aber die sehen anders aus, ne? Scheiße, mir gehen die ganzen guten Screenshots alle in einer Folge her. Ist da auch ein Junge bei oder ist das nur seine kleine rothaarige Freundin? Ne, der hat eine Schirmmütze auf, eine rote. Könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen. Aber das sind zwei Personen. Und das ist ein kleiner Junge. Daneben an. Meinem. Was macht ihr denn da? Schabt ihr eure Wand mit dem Spachtel ab? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wenn ihr da ein komisches Geräusch hört, es kommt nicht von mir. Ich glaube, im Chat wird sich gerade gewundert, warum ich noch nicht gestorben bin. Ich weiß es nicht. Ich habe nur so flüchtig was gesehen, was ich gar nicht sehen wollte. Wir bleiben mal hinter dieser Kiste. Sie kommen gleich hier durch die Decke, oder was? Ihr das? Ey, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, gleich kommt irgendwas von hinten und greift mich. Das ist ja unglaublich, wie laut das ist. Das, ich frage mich, was macht man denn zu Hause, um solche Geräusche zu erzielen? Okay, gucken wir mal. Bin ich vor einer Glasscheibe, weil hier eine 04 dran steht? Aha. Okay. Es wurde Wasser zugelassen. Wir sind immer noch halt in diesem Raum der Reflexion. Hier kann ich aber nichts damit anfangen. Gut. Dann. Kann ich da jetzt durch oder ist Fenster zu? Fenster ist zu. Ja, dann schwimmen wir da jetzt runter, legen den Hebel nochmal um, dann kommt die Kiste eventuell wieder runter. Würde ich doch mal hoffen. Ich glaube aber, weiß ich nicht. Nicht? Doch. Achso, ich muss ihn gedrückt halten. Aha. Ah, jetzt geht die Tür auch wieder auf. Kiste kommt. Ich habe gerade hier gar keinen Ton mehr im Spiel. Ich glaube, dass ich die Kiste im Nachbarraum brauchen werde. Das ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Ich werde die Kiste wahrscheinlich im Nachbarraum brauchen. Deshalb lasse ich die jetzt mal eben hier, Kiste sein. Dann legen wir den Schalter um, schwimmen direkt rüber und... Oh, da kommt ganz viel Text im Chat. So, wir pumpen es nochmal ab.
Kiste ist da, ich bin hier. Okay, warum raff ich dieses Rätsel gerade nicht? Schön und gut, jetzt kann ich hier rüber schwimmen. Ich kann die Kiste nicht mehr nach unten mitnehmen. Das ist doch ganz einfach eigentlich. Das Problem ist, dass ich den Hebel gedrückt halten muss. Ich muss ihn die ganze Zeit über gedrückt halten. Sonst hört das Wasser auf. Ab hier habe ich schon ein Problem, weil ich... Na, ab hier geht's noch. Alles klar. Nee, ich weiß. Läuft. Läuft. Haben wir gleich. So, Kiste fällt. Okay. Leiter. Ich bin so doof, ich muss die Kiste gar nicht mitnehmen. Das tut mir leid. Das hat jetzt ein bisschen lange gedauert. Ich habe da zu kompliziert gedacht. Ich dachte, ich müsste die Kiste vielleicht in den Nachbarraum mitnehmen. Nee, die Kiste muss da links oben drauf, damit ich mich dann draufstellen kann, damit ich dann noch auf die Wasseroberfläche kann, damit ich dann rüberschwimmen kann zur Tür. So ist es eigentlich, da ist gar nicht so viel bei. Der Chat wird schon wieder ganz rot und unruhig. Ich würde ja gerne raufgucken. Aber was lasse ich mal? Spoilergefahr. Na komm, jetzt mach schon, Will. Fertig werden hier. Ich finde es schade, dass ich gar keine Geräusche gerade habe, außer so ein sonores Brummen halt. Mehr ist hier nicht. Also wenigstens Wasserabpumpgeräusche müsste ich doch haben. Dachte ich. So, jetzt kommen wir hier auch rüber. Ganz einfach. Wenn man sich nicht zu schwierig anstellt dabei. Zack. Und durch. Ah, endlich höre ich wieder was. So. Das sieht mir so nach Seemine aus. Kann mir nicht helfen. Okay, wir tauchen hier auch erstmal runter, weil wir es können. Aber nicht zu tief. Oh, da unten steht ja jemand. Krass. Da unten steht ja jemand. Ah, der sieht mich nicht. Hoffe ich mal. Ich darf halt auch nicht zu... Oh, da läuft noch jemand. Was machen die denn so? Okay, jetzt sind sie weg. Kann ich denn da runter, ohne dass ich wieder verletzt werde hier? Muss ich ja. Da rechts unten ist eine Treppe. Da geht es wahrscheinlich weiter. Ich gucke trotzdem mal eben hier oben. Hier oben geht auch bestimmt auch was, oder? Nee, hier geht nichts. Hier oben. Hier ist nichts. Das heißt, wir müssen nach unten. Nun gut, ich mache trotzdem mal ein Foto. Ich komme jetzt langsam durcheinander. Ich glaube, in dieser Folge habe ich genug Fotos. Kann ich dieses Seil hier vielleicht irgendwie greifen? Nee, nein, kann ich nicht. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier runter. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wo ist denn jetzt... Ah, hier ist die Wasseroberfläche. Genau. Da bin ich schon. Ich kratze schon dran. Ich kratze schon dran. Man könnte anhand der Spiegelung fast denken, dass da unten Menschen auf den... Oder stehen die da wirklich noch auf den Kisten? Und treiben langsam hoch? Oder täuscht das nur wegen der Wasserspiegelung? Ich bin mir da nicht so sicher.
Das gucken wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Okay, bis dann. Tschüss.